Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen beim Seelencoaching und zu euren neuen Zweitagsbotschaften für heute und für morgen. Das Video ist zeitunabhängig, dann wann du schaust, dann sollen die Botschaften auch dir etwas bringen und etwas auch sagen. Heute sind die Krafttiere wieder dran. Ich ziehe drei Karten von den Lennys gleich als Hauptüberschrift für die zwei Tage und dann noch zwei Krafttierkarten. Du darfst gerne jetzt schon entscheiden, ob es gleich das erste Krafttier sein darf oder das zweite, also sprich die erste Karte oder die zweite Karte. Aber vorab, heute geht's weiter. Ja, ja, Gewinnspiel Nummer 2 bzw. Woche 2. Und zwar heute von Montag, den 22.11., 2021 bis zum Sonntag könnt ihr wieder mitmachen und zwar für den zweiten Advent, der ja am 5.12. ist. Für diese Woche dürft ihr gerne mitmachen und wieder eine Beratung gewinnen. Ich wünsche euch allen ganz, ganz viel Glück dabei. Macht fleißig mit. Unterm Video ist alles nochmal zusammengefasst in den Shownotes, also wirklich alle Teilnahmebedingungen. Bitte auch durchlesen, denn es ist ganz, ganz wichtig, ne? Weil damit ich auch weiß, dass wenn der Hashtag fehlt und so, dann weiß ich, dass ihr nur einen lieben Kommentar hinterlasst und mehr auch nicht, was ja völlig in Ordnung ist. Wenn Hashtag da ist mit Adventssonntag 5.12.21, dann weiß ich auch, okay, ihr wollt sehr gerne mitmachen und gewinnen. Ihr Lieben, ihr wisst, das mache ich ja immer, das habe ich letztes Jahr auch gemacht, an den Tagen, wo die Kommentare fürs Gewinnspiel drinstehen, da werde ich nicht kommentieren, lese natürlich wie immer alle eure lieben Kommentare und freue mich drüber, aber ein Herzeleinchen bekommt ihr natürlich von mir. Wie gesagt, macht fleißig mit, ich freue mich über jeden, macht auch doppelt und dreifach mit oder vierfach, es gibt ja 4 Adventssonntage. Man kann aber natürlich nur einmal gewinnen und das ist unabhängig, ob jemand auch schon bei mir in den Beratungen war oder nicht, ne? Eine Frage hat man immer, die doch irgendwo brennt und die man beantwortet haben möchte. Okay, wie gesagt, alles unter Video bzw. in den Shownotes, in der Videobeschreibung nachlesen und dann los geht's. Bei uns geht's auch jetzt los und zwar schauen wir uns die Hauptüberschriften jetzt an. Ich mische natürlich dafür die Karten und bin wie immer mit euch auch gespannt. Denkt auch dran, dass die Krafttiere euch auch die ganze Woche begleiten können. Ganz, ganz wichtig, denn manchmal geben sie auch noch mal zum Ende der Woche ein Signal oder wie auch immer, bis zur nächsten Botschaft mit den Krafttieren und können unterstützen und auch helfen. Okay, ich nehme diese Karte, ich nehme diese Karte und diese Karte für uns. So, was haben wir da? Da haben wir einmal den Schlüssel, da haben wir die Störche. Und den Hund. Na, da fängt die Woche doch gut an, wenn du heute direkt am Montag schaust. Ich gucke mal, ob ihr was sehen könnt. Ja, das müsste gehen. Ja, der Schlüssel, der schließt immer was Neues auf, ne? Und wenn Veränderungen direkt dahinter sozusagen stehen, dann heißt das wirklich, hier geht's vorwärts. Und dann auch noch mit dem Hund, sprich, bleib im Vertrauen. Die Veränderung, die kommen möchte, muss etc., das wirst du wissen, die ist super. Und wird dich wieder in eine ganz andere Balance, eine ganz andere Linie für dich auch bringen. So, es wird dir auf jeden Fall wieder so ein Gefühl geben von, ich sag jetzt mal, Vertrauen, Loyalität, Sicherheit. Ne? Ich bin da richtig, was ich mache. Ich fühle mich gut aufgehoben. Das Umfeld ist gut und, und. Ne? Der Schlüssel sagt ja auch, er schließt auch eine alte Sache ab. Auch ganz wichtig immer zu betrachten. Und dazu, der Schlüssel ist auch noch eine Erfolgskarte und eine Sicherheitskarte. Und das heißt, wirklich, die Veränderungen, die kommen möchten, die werden dir gut tun, definitiv. Du wirst dich auf jeden Fall gut fühlen und es wird auch gut für dich weitergehen. Es kann auch gut sein, dass hier auch Veränderungen kommen bezüglich Freundschaften, ne? Aber auch positive, weil wir haben hier nur ganz tolle Karten. Das heißt, vielleicht gibt es jemanden, der oder die euch dann näher demnächst sein wird, ne? Aus welchen Gründen auch immer, ne? Oder dass man auch gemeinsam sagt, man geht gemeinsam einen Weg nach vorne, man möchte mehr miteinander unternehmen. Und Freunde definiert ihr, wie ihr das gerne möchtet, es können auch Familienmitglieder sein. Ne? Und natürlich kann es auch wirklich ein liebes Haustier sein, wo vielleicht ihr sagt, ich möchte jetzt ein Haustier haben. Ne? Gerade so in der herausfordernden Zeit haben sich viele Haustiere angeschafft. Ich hoffe immer mit Bedacht und natürlich auch für nachher, nach dieser Zeit. Ne? Also das ist ja auch sehr viel Verantwortung. Man soll sich
dem oder der auch sehr bewusst sein. Ne? Man hört auch wieder, dass viele Tiere wieder in Tierheimen abgegeben werden. Aber es ist ein anderes Thema. Aber es kann gut sein, dass du dich dafür entscheidest oder die ganze Zeit damit mit dir hin und her ringst. Soll ich mir ein Haustier anschaffen oder nicht? Ja, mach es. Es wird dich auf jeden Fall, ja, wohlstimmen. Es wird dir ein gutes Gefühl geben. Diese Veränderung wird dir auf jeden Fall ja wirklich auch positiv vom Herzen her auch gut tun. Du wirst viel mehr Glück spüren auch für dich. Und vielleicht bist du alleine die ganze Zeit gewesen oder viel. Und dann wird auch nochmal ein Haustier auch nochmal dir mehr geben können. Aber ich sehe auch, dass Freundschaften hier sich entwickeln können. Und natürlich, die Liebe darf hier auch nicht fehlen in meiner in meinen Erklärungen beziehungsweise in meinem Redefluss. Es kann auch gut sein, dass sich Veränderungen in Freundschaften, was die Liebe betrifft, auch jetzt anbahnen. Ne? Also dass aus Freundschaft mehr würden, ob es Freundschaft plus wird oder Freundschaft dann die große Liebe, die große Partnerschaft oder. Hier ist die Erfolgskarte, die Türen sind geöffnet, Veränderungen sind möglich. Ne? Und manchmal vielleicht trifft man auch jemanden, wo man sagt, oh, das wird aber jetzt gut passen. Und ja, wir verbringen tolle Zeit miteinander, ich fühle mich gut aufgehoben, ich fühle mich verstanden. Und irgendwann wird aus Freundschaft dann halt mehr, ne? Also das kann alles gut sein. Seid gespannt, ihr Lieben. So, die lassen wir natürlich da, weil jetzt wollen wir unsere Krafttiere noch dazu nehmen. Was bekommen wir für ein Krafttier, was bekommen wir für eine Botschaft hier noch dazu? Ach so, und ich habe ganz vergessen, denkt auch immer dran, unterm Video zu schauen, ne? Nicht nur heute, sondern jetzt in der ganzen Vorweihnachtszeit und so, weil ich lege auch immer kleine Bonbons vielleicht, wie hier sie hier liegen, auch unters Video. Wir haben zwar nicht Ostern natürlich, aber vielleicht habt ihr da auch mal so eine kleine Bonbons, paar Geschenke dabei, die euch erfreuen und die euch glücklich stimmen. Also schaut auch immer in meinen Videos jetzt wirklich ab der Weihnachtszeit, ab letzte Woche Montag sozusagen, immer wieder mal rein und vielleicht überrasche ich euch dann und ihr habt Glück. Mehr sage ich dazu nicht. So, jetzt wollen wir aber noch zwei Begleiter, zwei Krafttiere haben für diese Tagesbotschaften, für diese zwei. Und da habe ich sie auch direkt schon. So, die legen wir mal nach oben und die legen wir hier hin. Bumm, da ist was gefallen, wie ihr gehört habt, macht aber nichts. Hauptsache ist, ihr könnt was sehen, genau. Entscheidet euch für das erste Krafttier oder das zweite Krafttier, links oder rechts. Ich starte mit dem ersten Krafttier und da haben wir die Schmetterlinge oder den Schmetterling. Transformation und wie schön ist das, wenn ich eine neue Türe öffne, wenn ich eine Veränderung annehme, wenn es mir dabei gut geht, wenn ich gut aufgehoben mich fühle, glücklich fühle, dann findet Transformation statt. Ne? Weil ich habe vorhin schon gesagt, kann gut sein, dass diese alte Türe dich sehr belastet hat, ne? Die wirklich ja, dir viel Kummer bereitet hat, viel Sorgen, Ängste etc. Ne? Also vielleicht war dein Weg da sehr, sehr steinig und jetzt darf die Veränderung kommen und du darfst endlich wieder vertrauen und spür auch diese Transformation. Die 3 ist ja auch das Schiff im Lendemann. Ihr wisst, ich drehe gerne um, beziehungsweise münze es gerne ins Lenny nochmal um. Und da ist Bewegung. Bewegung möchte kommen. Es möchte in den Fluss kommen. Es möchte vorwärts gehen. Es möchte losgehen. Das Schiff braucht immer so seine Zeit. Deswegen Transformation ist auch nicht von heute auf morgen. Aber ich denke, der eine oder die andere ist schon auf dem richtigen Weg und das schon länger und spürt diese Prozesse auch. Ne? Spürt, dass da noch was raus möchte. Spürt, dass Veränderungen hier auch zum Guten wiederkommen können. Ne? Vielleicht war viele Herausforderungen waren da, nicht nur wegen der herausfordernden Zeit, natürlich auch oft unterstützend leider dazu auch noch oder on top noch, sagen wir eher so, unterstützend ist es ja nicht. Aber es gibt auch andere Themen im Leben, ne? Also es gibt ja nicht nur diese Zeit und es gab auch vorher eine andere Zeit, wo wir Themen hatten. Und jetzt darfst du dich transformieren, jetzt darfst du diesen Veränderungsprozess, die neue Türe öffnen mit Erfolg und du darfst dich gut fühlen. Du darfst vor allen Dingen ankommen auch, dich gut aufgehoben fühlen. Was ich vorhin sagte, es kann gut sein, dass dir auch neue Menschen, ein neuer Mensch, ein Haustier, ein Freund, Freundin zur großen Liebe wird etc. Ne? Oder man dreht sich. Ne? Transformation ist ja auch nochmal ein anderer Prozess, was ich vorhin sagte, aus Freundschaft wird Liebe. Was auch immer, das wisst ihr am besten. Aber ich finde es sehr schön begleitend zum Veränderungsprozess,
Transformation ist so viel und es gibt gerade jetzt auch zum Jahresende nochmal so ein Pushy und soll dir auch nochmal sagen, ja, du bist auf deinem Weg, auf deinem Neustartweg und 2022 kann kommen, wenn 2021 doch noch nicht so gut war, wie du es dir erhofft hast. Aber ich denke schon, wenn jeder ehrlich zu sich selbst ist, wir haben vielen die Wege leiten können, trotz Hindernisse, Hürden, Einschränkungen, Beschränkungen etc. pp. Und irgendetwas fehlt, glaube ich, jeder auch, dass er sagen kann, ja, es geht vorwärts und ich merke daran, ich habe einen Schritt schon getan. Auch wenn ich immer wieder nach hinten gefallen bin, ich habe trotzdem Schritte nach vorne gemacht. Und deswegen sage ich, da bleibt dran. Die Transformation, die neue Türe mit Erfolg und wirklich gut aufgehoben fühlen, gute Gefühle dürfen jetzt kommen. Und das zweite Krafttier, oh, da haben wir den Wolf, die Freiheit. Ja, toll. Ja, klar, wenn ich die alte Türe schließe, wenn ich die neue öffne, wenn ich den Erfolg annehme, die Veränderungsprozesse hier annehme, die Veränderung allgemein annehme, mich gut fühlen darf, wieder Vertrauen schaffen darf, dann bin ich frei. Dann habe ich Glücksgefühle, ne? Und der Wolf hier, die 32, ist auch der Mond, ne? Diese Auf und Abs, auch im Gefühlsleben, das ist ja unsere Seelenebene, unsere Seele, die ja auch viel sagen möchte und viel vielleicht Altes wirklich jetzt absolut in 2021 jetzt auch endlich lässt, ne? Also wirklich sagt, mir reicht es, ne? Ich gehe jetzt meinen Weg und ich gehe meinen natürlich auch bestimmten Weg, vorbestimmten Weg, aber ich habe immer noch selbst die Entscheidung, diesen Weg zu gehen und ich beeinflusse ganz viel und ich bin vor allen Dingen frei. Ich bin frei wieder hier, bin nicht gefangen und ich finde es so schön, dieser Hund, der sagt wirklich, der spiegelt so viel Wärme, Treue, Loyalität, Vertrauen, ein Aufbau in Freundschaften, etwas Längeres, ne? Also was Kontinuierliches auch und wenn ich solche Veränderungsprozesse auch gehen darf und das auch noch mit Erfolg, dann kann ich auch frei immer für mich entscheiden. So, also es, du kannst ja so oder so, aber manchmal ist man auch ja, in so einem Hamsterrad drin und man kann zwar immer noch frei entscheiden, aber man ist irgendwie nicht frei, weil man ist in diesen Alltagsprozessen vielleicht auch so drin, dass man mal überlegen sollte, ja, mir geht's damit doch nicht gut, meine Seele ist damit nicht erfüllt. Ne, klar, ich mache und tue und das muss ich auch weiterhin, aber wichtig ist, an mich zu denken. Welche Momente sind da, wo ich mich wirklich frei fühle? Wann kann ich mir mal freie Räume schaffen? Wann kann ich mir mal etwas Me-Time gönnen? Ganz, ganz wichtig, ne? Weil das gehört auch dazu und das ist vielleicht auch nochmal so ein Hinweis, deinen Weg zu gehen, auch mit anderen Menschen, ne? Also sprich auch wirklich da, wo du dich halt wohlfühlst oder wirklich zu sagen, ich bin jetzt frei, ich habe nicht mehr diese Alltagsverpflichtungen, ne? Weil ich bin schon ein paar Jährchen alt und darf jetzt auch wirklich mein Leben auch vielleicht im Ruhestand leben oder ich habe ein bisschen mehr Zeit, weil die Kinder groß sind, was auch immer. Und ich darf mir jetzt vielleicht auch, was ich vorhin sagte, auch wirklich ein Haustier mal anschaffen jetzt, ne? Und kann da mich entfalten. Das wollte ich schon immer, hatte aber nie Zeit dafür, ne? Oder möchte neue Freunde finden, neue Bekannte, mit denen ich etwas zusammen mache, wo ich mich auch frei fühle. Weil da, wo ich lebe, wo ich mich glücklich fühle, ob das jetzt bei einem Hobby ist, mit Personen, auch vielleicht im Berufsalltag, ne, da soll jetzt Herz ja eigentlich auch dranhängen, dann fühle ich mich frei, ne, da fühle ich mich gut aufgehoben. Und ich sage mal so, manche sind auch in sich selbst so gefangen und können dieses Freiheitsgefühl noch gar nicht so spüren, aus welchen Gründen noch immer. Und da ist vielleicht auch der Hinweis, nimm es jetzt mal an, ne? Geh mal raus oder versuch irgendwo, wo du wirklich dich dran erinnerst, wo du dich mal frei gefühlt hast, wo du ein gutes Gefühl hattest, versuch das mal wieder in Erinnerung zu bringen und dann lass es auch mal laufen, ne? Und gönn dir auch diese Momente. Das ist auch ganz wichtig, ne? Weil es ist dein Leben und du hast nur dieses eine Leben und da solltest du dich immer auch frei fühlen. Ich finde, Freiheit ist so viel und wenn ich Veränderungsprozesse hier habe, mit Erfolg, eine neue Türe geht auf und ich kann Vertrauen schöpfen auch wieder aus Situationen von Menschen, dann kann ich meinen Weg auch gehen und dann habe ich auch immer Rückhalt und dann habe ich auch normalerweise Fürsprecher, beziehungsweise kann ich auch mit Menschen drüber sprechen, wenn ich irgendwelche Ideen noch rauslassen möchte und
es müssen ja nicht immer Fürsprecher sein. Wichtig ist, dass ich auch gute Argumente bekomme, wenn irgendetwas nicht so sein soll oder was ich vielleicht noch bedenken sollte. Ne? Und. Also sehr schön. Ihr Lieben, ich freue mich sehr über den Daumen nach oben jetzt und denkt an das Gewinnspiel. Nicht vergessen, in der Videobeschreibung alles nachlesen. Ich drücke euch meine beiden Daumen ganz, ganz, ganz mega doll und jedem, und ich wünsche es wirklich jedem von ganzem Herzen. Aber es ist ja diese Woche noch und dann haben wir immer noch, das ist ja Halbzeit, dann haben wir immer noch 2 Adventssonntage, die noch kommen. Dicken Drücker, alles Liebe und bis zur nächsten Tagesbotschaft. Tschüss!